So, wir müssen ihm das Medaillon geben. Hier unten ist noch ein Kelch. Hier ist eine helle Bade. Diese alte Waffe steckt fest. Doch wenn ich den Griff absäge, kann ich ihn vielleicht verwenden. Also ernsthaft. Dieser Griff ist ein Stock. Ein Stock haben wir draußen am Baum tausendfach. Nein, er muss aber den Griff hier absägen, um einen langen Zweig zu kriegen. Huch. Zum Keller. Sonst haben wir ja nix. Ein riesen Tampon von der Decke. Priester, lalalala. Zum Keller. Was haben wir hier? Eine Machete. Vielleicht können wir den Zombie-Priester damit umhauen. Und wir können uns umschauen. Auf dem Grabstein ist keine Inschrift. Er wartet wohl darauf, auch einen Namen zu tragen. Spielelogik würde ich ja gern draufschreiben. Eine Fackel. Das ist doch keine Fackel. Das ist ein Monster. Das ist Iron Mans böser Zwillingsbruder. Oder Iron Mans Nachgeburt. Ach, hier ist die Fackel. Die Aussparung für das Medaillon ist leer, natürlich. Hier kommt scheinbar ein Elchkopf rein irgendwann. Hier haben wir das fehlende Zahnrad. Das können wir mitnehmen. Die Fackel wurde in das Maul des Drachen gerammt. Es ist nicht einfach, sie herauszuziehen. Niemand hat gesagt, dass es einfach werden würde. Nimm die Fackel. Nein. Haben wir noch was? Nee. Zum kleinen Raum. Ja. Flasche. Wer immer hier früher lebte, hat vielleicht eine Nachricht in dieser Flasche versteckt. Es fängt super an. Also ganz kurz. Wenn man irgendwo lebt und eine Nachricht versteckt, selbst wenn es eine Flaschenpost ist, dann nimmst du eine normale Wasserflasche, aber noch nicht so einen riesen Mega-Humpen, Alter. Guck dir das Ding mal an, das ist ein 10-Liter-Barrel hier. Und da eine Nachricht rein? Ernsthaft? So einen kleinen, vielleicht ein Post-it oder sowas. Alter. So, was ist das denn? Ein Vogel, der sieht aber gesund aus. Da unten ist ein Buch, da kann man nicht reinlinsen. Und hier ist das andere Stück vom Sonnenmedaillon. Ich komme nicht an das Medaillon hinter den Stäben heran. Ich muss dies herunterholen. Ja, herunterholen im Wimmelbild, das passt irgendwie nicht zusammen. Entschuldigung. Der Papagei wurde schon lange nicht mehr gefüttert. Vielleicht hat der Besitzer das Anwesen verlassen. Ja, wenn man Vögel nicht füttert, bleiben die auf der Stange sitzen und skelettieren einfach vor sich hin. Ohne Vogelsand, ohne Federn, ohne Kacke, ohne irgendwas. Normalerweise würden hier Fleischfetzen hängen, tote Maden, tote Fliegen, alter Vogelsand, Vogelkacke ohne Ende. Aber nicht bei diesem Vogel hier, der ist einfach, der sieht aus wie ein Archäopteryx ein bisschen. Der Papagei hält ein Sonnenamulett. Natürlich. So, bevor wir da jetzt irgendwas herunterholen können, ist die Frage natürlich, wie wir uns hier was herunterholen. So, ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen. Das werden wir später bestimmt erfahren. Schrank. Es fehlt ein Teil. Okay, hier müssen wir so einen hässlichen Weihnachtsbaum puzzeln. Das kriegen wir später bestimmt hin. Aber wir brauchen noch ein Puzzleteil dafür. Und jetzt erstmal bringen wir, glaube ich, mal... So, hier haben wir nämlich noch das Zahnradrätselchen. So. Info. Setze die Zahnräder an den richtigen Stellen ein. Beginnt ein Zahnrad sich zu drehen, sitzt es an der richtigen Stelle. Gut, dann wollen wir mal gucken. Das dürfte ja nicht allzu schwer sein, hoffe ich. Ist das jetzt gut oder schlecht? Läuft bis jetzt ja ganz gut. Zu klein. Da passt es. Und dann müsste das hier hin. Yeah. Okay, unser skelettierter Freund ist jetzt wieder unten. Und wir kriegen von ihm das Amulett. Und das sah so aus, als würde es doch hier fehlen bei dem alten verschrobenen... Jetzt habe ich mehr Angst als vorher. Guck mal, dem fehlt auch so ein Auge, wie dem Typen. So, wir kriegen die Herzkette und können weiter nichts machen bei dem gruseligen Zombie-Priester. Die Herzkette, da können wir aber noch nichts machen. Eins von zwei haben wir. Sonnenhälfte, Relief.
Die Sonnenhefte haben wir auch noch. 21. Huch. Wollte ich gar nicht. Wo bin ich denn hier? Hier fehlt das Sonnending. Da kommt auch Sonnending rein. Ich muss alle Teile finden, bevor ich dies verwenden kann. Ich kann nicht eins reinkleben. Natürlich nicht. Gut, gut. Dann finden wir eben erstmal alle Teile irgendwie. Was? Hundehütte. Oh, hast du mal ein niedliches Wauzi-Mauzi. Wenn ich dem Hund etwas von Luisa gebe, lässt er mich vielleicht einen Blick ins Haus werfen. Soll ich der Luisa ein Bein abschneiden oder was? Alter, der Hund sieht nicht aus, als würde der jetzt irgendwie ein Schnuffeltuch haben wollen. Gut, wir brauchen eine Säge, um Luisa ein Bein abzusägen. Gut, gut. Hier haben wir, was haben wir hier? Das Grab meiner geliebten Mutter. Ich vermisse sie so sehr. Die Frage ist natürlich, warum ist das ausgehoben? Vielleicht hat die Mutter uns ja auch vermisst und ist wieder auferstanden. Dieser Busch wächst überall. That's what she said. Ich könnte einen Weg, was? Ich kann nicht weitergehen, bevor ich den Weg freilege. Ich könnte mir einen Weg hindurch aufschneiden. Aber dazu brauche ich einen Lady Shave. So, zum Glück haben wir ja, glaube ich, einen Lady Shave dabei. Für besonders hartnäckiges Gestrüpp. Au. So. Der Busch ist getrimmt und wir können zum Brunnen. Das ist ja unglaublich. Entschuldigung. So, beim Brunnen sieht es aber auch ein bisschen ungewaschen aus. Das Laub, das den Brunnen bedeckt, beweist eindeutig, dass sich niemand um das Anwesen hier kümmert. Da muss mal wieder ordentlich durchgekehrt werden hier. Damit der Brunnen mal wieder die nötige Mindestfeuchte aufweist. Kachel. Ist es möglich, dass Luisa hier etwas vor Fremden verstecken wollte? Natürlich. Erst den Busch getrimmt und jetzt noch am Brunnen. Ich höre schon auf. Natürlich will man das vor Fremden verstecken. Soll nicht jeder ran, Statuenhals. Oh. Wie kommt die Kette dorthin? Ich benötige etwas Langes, um dies herunterzu... Was ist denn das heute mit diesem Spiel? Alter, das ist zu einfach. Ich kann doch hier nicht mal Sexwitze machen. Geht schon. Das ist ja unglaublich. So, wir müssen ja auf jeden Fall mal ordentlich durchfeudeln, damit wir uns da... Irgendwie kriegen wir bestimmt was Langes, um hier was runterzuholen, damit der Brunnen wieder fließt. Es tut mir leid, ich habe das Spiel nicht geschrieben. Das Baumhaus! Das ist doch das Baumhaus! Können wir da rein? Das Baumhaus ist zu hoch. Ich kann da nicht hochspringen. Wir brauchen eine Katze. Wäre ich ein Eichhörnchen, wäre das ein Kinderspiel. Wir brauchen eine Katze. Diese Metallstange sieht nützlich aus. Da kann man eine Katze dran aufhängen. Das Baumhaus ist zu hoch. Ja, wir brauchen eine Katze. Eispickel. Da hilft Klerasil. Me and Luisa. Der Baum hinterließ eine Spur aus meiner Kindheit. Was in Zusammenwirkung mit dem Eispickel ein bisschen gruselig ist. Der Eispickel steckt im Baum fest, vor lauter Begeisterung reingerammt, nachdem jemand das hier reingeschnitzt hat. Und wir brauchen bestimmt die Hellebardenstange, um das da rauszuholen. Schaukel. Oh, unglaublich. Das ist die Puppe, die ich meiner Schwester am Tag meiner Abreise gab. Die scheint ihr sehr gut gefallen zu haben, Alter, mit dem Auge. Das ist ja gruselig. Ich beobachte dich. So, naja. Luisa behielt die Puppe als Andenken an mich. Die hat sie nicht behalten, die fand sie scheiße und hat sie auf der Schaukel liegen lassen. So wat? Okay, wir haben jetzt noch ein Medaillonteil, eine Herzhälfte, ein Reliefstück. Das mit den Schlüsseln wird immer besser hier. Baumwurzeln. Wieso ist hier eigentlich schon... Ach, das war das Baumhaus der Kinder, bevor Brandon das später kaputt gemessiert hat. So war das damals. Ah. Baumwurzeln. Mit einem Eichhörnchen. Was für ein süßes kleines Streifenhörnchen. Vielleicht kann ich es mit Futter aus einem Loch locken. Ja, mit was für Futter kann ich denn da ans Loch ran? Das ist die Frage. So, hier finden wir auf jeden Fall so ein Ding. Das brauchen wir ja für ein Minispiel. Ich glaube, das können wir... Huch! Das können wir gleich mal machen. Weil ich sonst jetzt nicht weiß, wo wir hin sollen. Ist da noch was? Sieht aus wie ein Zeitungskasten oder so ein PC, so ein Case-Modding. Aber naja.
Der Zombie-Priester hat, glaube ich, andere Hobbys als Case-Modding. So, jetzt haben wir hier ein schickes... Achso, das müssen wir erstmal da reinballern. Info. Setze das Puzzle zusammen, um das Bild wiederherzustellen. Schiebe die Teile von rechts nach links, klicke darauf, um sie zu drehen. Passt das? Passt nicht. Passt nicht. Passt das? Nein, es passt auch nicht. Ich probiere erstmal alles aus, ob es passt. Das passt auch nicht. Das könnte passen. Hier passt gar nichts. Das, ja, das passt auf jeden Fall. Jo, das passt. Und das müsste dann theoretisch da rein... Nee, das passt dann nicht. Das müsste hier passen. Jo. Und das könnte hier passen. Jo. Und das hier könnte hier passen. Jo. Und das hier könnte... Hier. Jo. Alter. Was denn los? Passt das hier überhaupt irgendwo rein? Da nicht. Hier. Jo. Das könnte hier passen. Jo. Huch. Gut, passt auch. Das ging erstaunlich flott. Ein scheiß billiger Rechen hinter so einem Riesenrätsel? Ernsthaft? Naja, gut, dann gehen wir mal oben bei der Alten jetzt endlich mal das Laub durchhaken. So. Und natürlich da drunter, wie es aussieht, alles wieder schmuddelig. Da müssen wir uns erstmal durchwimmeln, damit wir überhaupt ein bisschen was finden. Ameise, Matroschka, Fliege. Hier ist die Matroschka, das sehe ich sofort. Fliege, Medaillon, Erbsen, Handschuh. Ne, was, Erbsen? Ach da, Erbsen. Ich dachte gerade wirklich so eine kleine Erbse. So, Medaillon. Ist das ein Medaillon? Jawohl, das ist bestimmt die andere Hälfte. Biene, Hase, Raupe. Da haben wir die Raupe. Biene, Hase, das ist der Hase. Eine Biene sehe ich hier überhaupt nicht, außer diese hier. Sternzeichen Schütze haben wir da. Glühbirne, Schnecke. Die Schnecke haben wir schon. Glühbirne, 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 Glühbirne. Handschuhfliege, Ameise. Eine Ameise, wie sehe ich denn hier? Eine Ameise. Eine Ameise. Wo ist denn hier eine Ameise? Vor allem ist das Bild hier so dunkel gerade. Ach, da ist die Ameise. Fliegehandschuh. So ein Handschuh dürfte ja nicht als... Ach, eine Fliege. Ich dachte, eine Scheißhausfliege. Handschuh, Handschuh, Handschuh. Ist das hier ein Handschuh? Nee. Handschuh? Sehe ich den Wald voller Bäumen nicht oder ist der Handschuh scheiße versteckt? Handschuh. 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 Alter, bin ich blind? Ich finde hier Ameisen, ich finde hier Mikroben und Atome. Aber so ein scheiß Handschuh? Wo ist denn hier ein Handschuh? Das sind Pantinen hier irgendwie, so eine komischen Pantoffeln. Ihr habt den bestimmt schon längst gefunden und haut euch gerade sämtliche Hände vor den Kopf. Handschuh, Alter, was ist denn hier? Eier. Schwarze Rosen. Irgendwelche ekelhaften Beeren. Ist das jetzt ein ganz normaler Handschuh? Oder ist das jetzt ein Baseball-Handschuh? Oder? Ein zusammengerollter Handschuh? Ich finde hier keinen Handschuh.
Ach, der muss doch ein Handschuh sein. Ich will jetzt nicht überdramatisieren, aber wo ist denn dieser verfatzte Handschuh? Alter, ich kann doch nicht so blind sein. Ich klicke hier schon wahllos irgendwas an. In der Hoffnung, dass ich irgendwas... Ist das hier? Ne, das ist eine Statuenhand. Ohne Schuh. Vielleicht hat der Handschuh ja die ähnliche Größe oder der ist einfach so riesig, dass ich den überhaupt nicht sehe. Melone ist kein Handschuh. Alter, ich mach gleich den Tipp. Die Wimmelbilder haben so gut funktioniert, jetzt hänge ich hier an irgendeinem Scheiß. Sag mir nicht, das ist ein Synonym für Handschuh oder sowas. Alter, ich sehe den Scheißhandschuh nicht. Ich klicke hier auch schon alles an und ich sehe den Scheißhandschuh nicht. Ja, leck mich am Arsch, das ist doch kein Handschuh. Das war doch kein Handschuh, das war so ein Fäustling. Alter, das sah aus wie so ein Ofenschuh, Ofen. Weißt du schon, wenn man nur einen Finger hat, der aus allen besteht. Alter, das war kein Handschuh, das sah aus wie eine riesen Sportsocke, wie eine Slip-Einlage, wie ein weiß ich nicht, aber nie wie ein Handschuh. So, wir haben auf jeden Fall den Scheiß da gefunden. Tolle, tolle Wurst. Lieber ein Handschuh. So, was haben wir hier noch? Kachel. Was machen wir denn jetzt mit dem Medaillon-Teil? Haben wir das schon... War das beim Keller, das Ding?